Herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Genesis Part 2. Wir sind immer noch hier unter Wasser und ich hatte eigentlich jetzt überlegt, ihr seht auch, was ich sehe, oder? Warum schaut denn da draußen ein Moser? Also eigentlich hatte ich jetzt vor, vielleicht zu versuchen, mir hier vielleicht mal ein Heil zu zähmen oder so. Ich dachte, wenn wir schon hier sind, aber doch kein Moser. Ein moserroter Moser. Geh mal gucken. Aber ohne Delfin. Geh mal gucken, was der. Bin ich denn hier schon komplett im Freien? Ja. Da oben ist. Hey, wo ist denn der Mo? Da, nee, doch. Auch noch zwei. Ah! Oh, oh! Nein, 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 nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kann der mich hier noch beißen? "208 Alpha. Wie viel Elementsplitter habe ich? Mal gucken, wie viel. Oh, drückt der mal gut Schaden. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir den so tot kriegen. Mann, er hängt da jetzt schön fest, ne? Frage ist halt. Oh, ja. Wir müssen noch einen Moment. Aber wäre schon cool, wenn wir den hier platt kriegen würden. Oh, oh. Mach keinen Scheiß, Junge. Hängst du fest? Hängst du fest? Hängst du fest? Wäre toll, wenn du festhängst. Das ist schon doof, ne? Wenn man sich als Alpha nicht wehren kann. Wer ist jetzt im Wasser und wer ist an Land? Achtung, gleich dreht er sich um. Schlapp, tot. Wir haben ja ausreichend Elementsplitter. Was? Warum treffe ich den denn hier nicht mehr? Gehen die unter Wasser nicht? Oh oh! Doch, sie gehen! Kommst du wieder her? Kommst du? Kommst du? Oh, du blutest aber jetzt schon ganz gut, wa? Oh, hier kann man rumlaufen. Sehr geil. Nein, nicht. Nein. Oh. Das ist cool. Yo. Na? Wer lacht jetzt von uns beiden? Hä? Wer? Ja, genau. Gib mir dein Fischfilet. So können wir vielleicht wirklich einen Fisch zähmen.
ist der Moser? Geht die hier unter Wasser? Die massiven, ne? Wo ist denn jetzt der Moser hin? Ich war gerade beschäftigt. Aber hier war doch eben ein Moser. Sogar ein guter. Lol. Man kann sich so wirklich wehren hier unten. Ich krieg von einem normalen Megalodon auch Fischfilet. Seit wann? Da ist er. Oh. Oh. Wo ist denn diese Butze? Da. Wo ist er denn jetzt? Hi! Da bist du. Ich hab. Aua! Aua, 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 aua. Hi! Oh nein, ich bin. Oh Gott! Du kommst da nicht rein? Aua, doch. Kommst du hier nicht rein? Kommst du hier nicht rein? Oh, weiter. Komm, vielleicht interessiert. Oh, hier ist es aber auch so dunkel gerade, ne? Mach mal Gamma an. So. Der Moser wird doch eh nicht angegriffen, oder? Hi, ich bin's wieder. Der ist schon im Fluchtmodus? Der ist schon im Fluchtmodus. Hi. Oh, jetzt muss ich, klar, natürlich muss ich jetzt nachladen. Oh, wir haben ihn bald, wir haben ihn bald. Wäre nicht schlecht, glaube ich, wenn du dich schlafen legst. Jawohl. Ach du Donner. Ach du schöne Schande. Was? Megalodon Level 40? Jetzt haben wir einen Moser zum Schlafen gelegt, aber ja, naja, egal. Ich habe ja alles bei mir. Ich sollte mir da vielleicht ein Bett aufstellen. Hatte ich die Bettsachen eigentlich? Irgendwo habe ich doch Bettsachen drin. Vielleicht sollte ich irgendein Tier mitnehmen, was unter Wasser. Nightmare? Kann Nightmare unter Wasser? Obwohl ich Nightmare ungern opfern würde. Aaron? Du hast das Bett dabei. Okay, alles klar. Aaron hat das Bett. Ich hole jetzt noch eine Kapsel. Jetzt nur nicht hektisch werden, ne? Nur nicht hektisch werden. Oh, hi Aaron. So. Oh, no fuel. Das ist schlecht.
Also ich habe zwischenzeitlich an mir jetzt mal wieder auf Crystal Isle gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Man gewöhnt sich doch sehr an die Anzüge. Diese eine Mod funktioniert gerade nicht. Jetzt weiß ich's. Die Element-Mod, um die Delfine zu. Um die Delfine zu zähmen. Weil ich zwischenzeitlich alle Mods deaktiviert hatte. Genau, die muss ich noch nach drauf machen. So, wir düsen mal hin. Ich hoffe, wir finden meine Leiche. Ich komme aber auch immer wieder auf Ideen. Vor allen Dingen habe ich jetzt noch nicht mal einen Sattel mitgenommen. Naja, wär erstmal egal. Hauptsache, wir hätten erstmal den Moser. Jetzt ist halt die Frage, wo gehe ich denn am besten rein? Pumpel die Pumpel. Die Rumpel, die Pumpel. So. Ich suche jetzt erstmal mein Loot. Ernsthaft? Kommt erstmal alle mit. Hier. Hier bin ich. Genau, hier. Oh. Da ist noch ein Moser. Genau, alle mir nach. Alle mir nach. Sehr schön. Bin hier. Hier, genau. Kommen Sie bitte alle mit. Alle mitkommen. Bitte alle. Alle, auch die letzten Haie. Ist aber schon ein bisschen zu viel hier, oder? Finde ich. Also. Genau, auch der letzte Hai möge mitkommen. Oh, wir haben hier sogar Basilos. Sehr geil. Der Tuso ist der einzige, der mich so ein bisschen Mimimi macht. Nein, der Rest ist halt, ja, und die Aale halt, die sind halt nervig. Ne? So, wir müssen jetzt schnell hierher. Oh, nein, nicht. Nicht dran vorbeidüsen. So, ich hab aber. Und weg. Juhu! So, jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt denn unser. Ach, hier ist ja der Tuso. Wo hatten wir den. Wo hatten wir. Moment, wir machen das anders. Ah, hier oben ist auch wieder das Gebäude. Ich würde sagen, wir fliegen da erstmal rein. Dann müsste ja auch der andere. Ups. Vielleicht mal ein bisschen langsamer. So, dann trifft man vielleicht auch den Eingang. Ah, ich neige dazu, dann sehr hektisch zu werden. So. Warum bist du denn da in der Ecke? Oh. Naja, egal. Ah. Amalia, was machst du denn hier hinten? Bist du geflüchtet? Er schwimmt hier auch noch rum. Sag mal, was stimmt mit euch nicht? Oh. Puh.
Du kriegst jetzt erstmal ein bisschen Essen. Packen wir mal alles in den. So, jetzt. Gucken wir. Wo der Moser liegt. Bauen vielleicht erstmal das Bett. Das Problem ist halt, dass der echt schon wieder so viel Topper verloren hat, ne? Aber er dürfte eigentlich direkt gezähmt sein jetzt gleich. Kann ich das Bett direkt bauen? Nein, natürlich nicht. Hätte ja sein können. So. Das Bett. So. Gut. So, jetzt sind wir hier schon mal safer. Oh, wir schießen einfach hier überall durch. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Da ist auch wieder ein Alpha. Juhu, juhu. Er macht der Bubu. Habe ich irgendwas? Aber was hat mich denn jetzt schon wieder vernascht? Hier ist aber auch Gesindel. Aber der Moser ist fast gezähmt. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, um den Moser irgendwann einzupacken. Ich hoffe, das reicht. Nimmt die Zähmung wieder ab. Ist nicht genug Fleisch drin? Nicht euer Ernst. Entschuldigung, ich muss hier noch mal durch. Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du echt schon alles weggenascht? Tatsache. Ja, ihr seid auch wieder da. Ich hab's gesehen. Alles gut. Ich finde euch tatsächlich ein wenig aufdringlich. Ich bin schon wieder geblitzdingst. Hier kann man auch nicht mal ein Foto machen, ohne dass man geblitzdingst wird. Herrschaftszeiten. Ist ja gut jetzt. Der Moser hat auch Schaden schon gekriegt. Ach Gott. Doch, nee, er hat eine Effektivität von, aber er frisst nichts mehr. Vielleicht sollten wir ihn doch noch mal wach werden lassen. Oder wir holen uns einfach einen anderen Moser. Was ich nur immer krass finde, ist, dass. Hat er jetzt doch gefressen? Wir machen das anders. Wir lassen ihn noch mal wach werden. Und weg. Wie viele Haie einfach hinter mir her sind. Diese Blitzdinger. Wie gut, dass die einem hier nichts ausmachen.
Aber guck doch mal, was hier rumschwimmt. Das ist doch nicht normal. Also das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Und ich habe wirklich, also die Dinosaurierrate steht auf 0,5 oder sowas. Und das ist schon ein wenig übertrieben. So. Was leuchtet denn da so? Oh, ein Alpha. Ein Alpha was denn? Das wieder ein Hai? Naja. So. Die Folge ist jetzt eh rum. Ich guck mal, wie ich das mache. Ich werde vielleicht noch mal ein paar Darts herstellen oder eventuell, ja doch, ich glaube noch ein paar Darts herstellen, dass wir den Moser noch mal legen können und das Ganze dann ein bisschen geschickter angehen. Wäre ich nicht gestorben, wäre sich das Ganze ausgegangen. Nun ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei ArcGenesis 2. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.